Ich grüße euch und herzlich willkommen heute mit einem Meinungsvideo zum neuen DLC Shadows of Change. Und dieses Video ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Ihr seht schon, der Daumen ist nach oben. Ja, gerade deswegen ist mir dieses Video jetzt hier, beziehungsweise fällt mir gerade sehr schwer. Ich möchte einfach, bevor wir hier auf dieses Review kurz eingehen, möchte ich nochmal kurz ein paar Worte sagen. Und zwar gefreut habe ich mich auf das DLC schon. Ja, ich war auch ein bisschen gehypt und so. Ich habe ja auch immer euch mit News und so versorgt. Und was mir aufgefallen ist, dass viele das auch kritisiert haben, natürlich auch zu Recht, ja, weil der Preis, der war natürlich höher als gedacht und so weiter. Dann gab es noch mehr Dinge, die kritisiert worden sind. Man sollte aber dann trotzdem immer wieder weiter versuchen, ehrlich zu bleiben. Und es gibt ja auf zum Beispiel Reddit diese Postings, also besonders auch diese negativen Postings, die dann da hochgevotet werden und abgevotet werden, kann man die auch, ja, aber meistens werden die negativen Postings da hochgevotet, warum auch immer, weiß ich nicht. irgendwie auch ziemlich merkwürdig, diese Plattform, aber okay. Und also man sollte immer auch ehrlich bleiben und sich nicht diese ganze Kritik hingeben, ja. Und versuchen dann auch als Creator diplomatisch und ehrlich zu bleiben. Das wollte ich nur noch mal loswerden. Und die Szenen, die ihr seht nebenbei, das sind Szenen aus dem Livestream. Da habe ich gerade Multiplayer-Schlachten gemacht. Habe ich hier gestreamt. Ich streame übrigens, wie ihr hier seht, jetzt auch nicht nur Kampagnen, sondern ich mache auch mal Multiplayer-Schlachten mit meiner Community. Und ja, und danke übrigens auch fürs Mitmachen. Hat immer wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, dieses DLC, das muss ich mir selber kaufen. Also mir geht es hier jetzt so genauso wie euch. Es gibt einige DLCs, die habe ich in der Vergangenheit geschenkt bekommen. Und dieses hier, das musste ich mir jetzt auch kaufen. Ich habe es allerdings wie viele andere auch gemacht. Ich habe mir das nicht bei Steam gekauft, sondern ich habe geguckt, wo gibt es das am günstigsten. Weil der Preis ist hier wirklich deutlich zu hoch. Und ja, dann habe ich das eben halt hier bei Steam aktiviert. Also wie die meisten das hier wahrscheinlich auch gemacht haben. So, ja, kommen wir zurück zum Daumen nach oben. Also wie gesagt, ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Ja, das könnt ihr mir glauben. Hier so als Content Creator und Warhammer Zocker. Na, also war wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Und den Satz, den ich jetzt erstes geschrieben habe, den lese ich jetzt auch so nochmal vor. Ich empfehle diesen DLC, aber nicht für 25 Euro. Ja. Wenn wir nochmal irgendwann so einen DLC bekommen für 25 Euro, dann sollte es auch deutlich mehr beinhalten. Und das, was hier abgeliefert wurde, das war vom Content her zwar gut, aber es war leider auch zu wenig. So, mehr will ich dazu jetzt aber auch nicht mehr weiter sagen. Na gut, vielleicht nachher am Schluss noch mal kurz, aber im Großen und Ganzen ist das Thema, denke ich, klar. Ja, hier steht 0,0 Stunden insgesamt. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe das Ding jetzt in 4 Tagen gestreamt. 3 davon waren Kampagne, einer war Multiplayer-Schlachten, wobei ich da nicht nur das DLC genommen habe in der Army-Auswahl, sondern auch mal andere. Aber zuerst und am meisten habe ich die neuen Sachen dann doch schon gespielt. Und von daher würde ich jetzt sagen, so, ich komme hier auf eine DLC-Time von 20 bis 24 Stunden. Ja, und gespielt habe ich den Wechselbalken Singleplayer dann aus Tankia mit dem Meistermechaner Multiplayer-Kampagne. Da spielen wir übrigens alles immer noch und wie gesagt, Multiplayer-Gefechte haben wir auch gemacht. So, wir kommen zuerst zum Negativen. Die neuen Hexen, die haben leider zu wenig Skills. Na, das heißt, vor Level 50 kann man sie leider nicht ausskillen. Ja, da bekommt man dann irgendwann wieder die Benachrichtigung, dass man Skillpunkte verteilen soll. Und man kann bei diesen neuen Helden, Hexenhelden,
kann man eben halt irgendwann keine Punkte mehr reinsetzen. Ja, das heißt, man muss die Benachrichtigung dann wieder im Skillbaum deaktivieren. Und dann hat sich das Thema dann auch erledigt. Ja, ist für mich bemerkenswert, weil offensichtlich gibt es da bei CA keine Ambition, das mal irgendwie auszugleichen bei den Helden und auch bei den Kommandanten, dass man da wirklich mal bis Level 50 ausgehen kann. Und ja, das ist mir eben halt aufgefallen, das finde ich schade, ja. Und dann gab es natürlich wieder einige kleine Bugs. Achtung, wenn ihr meinen ersten Part gesehen habt für den Changelink, das ist meine eigene Schuld, dass da die Verwandlung nicht geklappt hat. Weil ich hatte eine UI-Overlay-Mod drin, die das Overlay schöner macht. Und diese war noch nicht aktualisiert und durch diese Mod konnte ich nicht zugreifen auf die Verwandlungen vom Changelink. Ja, ich habe es aber inzwischen gefixt bekommen. Falls ihr den zweiten Part gesehen habt, der ist dann ja natürlich schon gefixt, wo ich nach Kartei gehe. Ja, nichtsdestotrotz kam aber auch schnell ein kleiner Bugfix hinterher. Und hat diesmal alles ein bisschen besser geklappt als beim letzten DLC mit den Chaoswagen. Ja, das größte Negative an den DLC bleibt der Preis. Das sage ich jetzt weiter nicht zu, weil das Thema ist jetzt inzwischen auch ausgelutscht. Und was mir aufgefallen ist, Ostankia Schattenzauber hätten sie besser. Also die hätten besser sein können. Weil man hat von der Schattenlehre hier nur die den einen Buff und den einen Debuff bekommen. Und hätte ich mir dann doch lieber irgendwie das Pendel wenigstens gewünscht oder eher die Schattengrube. Ja gut, nun hat sie jetzt schon von der Lehre der Bestien schon Schadenszauber, aber irgendwie weiß ich nicht. Also diese beiden Zauber aus der Schattenlehre, die hätten sie sich dann auch sparen können, ja, weil das sind immer nur so die Zauber, die für Einzelne gehen, die sind nicht mit Bereich. Und da habe ich mir dann doch gedacht, ja, hätten sie doch mal lieber andere aus der Schattenlehre nehmen sollen. So, dann kommen wir zum Positiven. Also das ist jetzt das, was mir negativ aufgefallen ist. Es gibt sicherlich noch viel, vieles mehr, was man negativ kritisieren kann, aber ich kann halt eben nicht alles auflisten jetzt. So viel Spielzeit habe ich ja gar nicht gemacht, dass ich das jetzt irgendwie alles finde. Also ihr könnt jetzt hier nicht irgendwie eine komplette Liste erwarten. Das gleiche übrigens auch jetzt zu den Positiven, aber bei den Positiven ist es mir dennoch mehr aufgefallen als negativ. Und zwar habe ich ja die Kampagne gestartet und ich habe ein Intro bekommen. Ja, ich dachte erstmal, hey, ist das jetzt die richtige Kampagne? Habe ich jetzt außerdem die falsche gestartet? Nee, aber das liegt daran, dass Creative Assembly diesmal doch den, sage ich mal, richtigen Schritt gegangen ist. Und zwar haben sie die Story-Kampagne mit der Immortal Empires-Kampagne kombiniert. Also die Story-Kampagne, die gibt es dann auch nochmal auf der Reiche des Chaos-Kampagne. Nur in kurzer Form. Und jetzt hier auf der großen Kampagnenkarte, auf der Immortal Empires-Kampagne, da haben sie jetzt hier die Story trotzdem nochmal hinzugefügt. Und das finde ich ist ein sehr guter und richtiger Schritt, weil so hat man dann wenigstens, wenn man möchte, die Story-Kampagne und die große, also das große Sandbox-Feeling aus der großen Kampagne, das hat man trotzdem. Man hat beides mit zusammen. Es ist keine Pflicht, die Story-Kampagne zu machen. Muss auch gesagt werden. Und finde ich so auf jeden Fall bemerkenswert. Gab es noch nie. Finde ich super. Absolut spitze. Ich hoffe, sie machen das weiter mit anderen Kampagnen. Ich persönlich wünsche mir auch noch die Vortex-Kampagne für die damaligen Völker in Totoro 2. Natürlich alles optional, ja. Also nicht mit Zwang. Und ja, das ist mir halt aufgefallen. Das fand ich auf jeden Fall super. Aber ich sehe jetzt so, ist jetzt für euch vielleicht, also für einige von euch ist es vielleicht irrelevant, aber für mich nicht als Fan der Serie. Ich genieße immer sehr die Geschichten mit und auch die ganzen Cutscenes und so. Steckt auch nämlich sehr, sehr viel Liebe drin.
So, dann die Modelle der Einheit, die sehen alle sehr gut aus. Das kann ich hier nochmal unterstreichen. Ja, gerade hier so diese Wandelbestie mit dem Vortex oben drauf. Sowohl die als auch die Regiments of Rainum Version und so. Und auch die Vogelmenschen und die legendären Charaktere. Sieht alles sehr, sehr cool aus. Ich habe gesehen, auch der Jadedrache, der leuchtet richtig grün, wenn er sich in Drachen verwandelt und so. Und ja gut, bei der Kriegstrommel, da muss man sagen, ja, die schiebt sich leider immer noch komisch. Das ist halt aber so ein Total War-Ding, ja. Also in jedem Total War-Spiel bewegen sich so eine Schreine oder auch so eine Streitwagen manchmal extrem komisch. Das ist einfach so eine Total War-Krankheit, ja. Also davon sehe ich jetzt mal ab mit diesen Kriegstrommeln, dass sie sich dann zur Seite manchmal komisch bewegen. Das muss halt so sein, ansonsten würden die umkippen. Und ja, ist mir halt nur mal so aufgefallen. Und dann habe ich hier geschrieben, es ist auch nicht mehr so viel. Nee, Moment, das habe ich jetzt, da war ich jetzt einen zu weit. Achso, egal, jede der drei Fraktionen spielt sich komplett anders, ist mir auch aufgefallen. Ist auch immer wieder gut so und sollte auch so sein. Wenn alle drei Fraktionen sich gleich spielen würden, dann hätte das DLC ja auch wenig Sinn. Einige haben ja kritisiert, dass Ostankia nicht in Kislev startet auf der großen Kampagnenkarte. Da gibt es inzwischen auch eine Mod, dass sie startet in Kislev. Kann man sich ja gerne runterladen, dann hat man noch eine zusätzliche Kampagne. Warum nicht? Ich persönlich muss sagen, mir ist es egal. Also ich fand das jetzt eigentlich eher gut, dass sie nicht in Kislev gestartet ist, weil wenn man Kislev klassisch spielen will, dann nimmt man Kostaltin oder Katharina. Und wo soll, ich habe mir die Mod nicht angesehen, wie ihr merkt, wo soll denn Ostankia bitte schön starten, also wo es dann auch lore-technischen Sinn ergeben würde, nach Prag oder, also Prag hätte ja überhaupt keinen Sinn, ja, wo soll die denn da überhaupt hin, so viel Platz ist ja nun auch nicht in Kislev, ja, das, also ich finde das jetzt nicht so schlimm und man kann sich ja später dann auch dort hin teleportieren, also zum Wald in der Nähe, zum Greifenwald und dann kommt man nach Kislev. Ist jetzt nicht so schwierig, dorthin zu kommen. Und so hat sich dann diese Kampagne wenigstens anders gespielt als eine klassische Kislev-Kampagne. Ja, wie gesagt, wenn man klassisch Kislev spielen möchte, dann spielt man die Katharina oder den Kostaltin oder von mir aus auch Boris. Ja, man kann auch mit Boris runtergehen nach Prag, wie ich in meiner Kampagne gespielt habe. Und dann hat man da auch eine solide Kislev-Kampagne. Kann man alles machen. Und ja, also war das jetzt hier nicht schlimm. Ja, und wie gesagt, auf der Reiche des Chaos Kampagne, da ist sie dann ja auch in Kislev. Ja, wo genau sie da ist, weiß ich jetzt nicht. Aber fand ich jetzt nicht so schlimm. Also im Gegenteil, ich fand das eigentlich eher positiv. Wenn sie dann da in der Hexenhütte irgendwo anders ist mit ihren neuen Einheiten. Und ja. Dann gibt es ja diese neuen Schützen. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht vergessen. Also diese neuen Armbruchschützen. Das sind Guerillatruppen. Die wurden jetzt hier auf YouTube auch schon mal verglichen mit den Strelzi, weil die beide gleich viel kosten. Ja, das ist aber allerdings auch das Einzige, womit man die vergleichen kann, nämlich der Preis. Ansonsten kann man diese Truppen leider nicht mit den Strelzi vergleichen, weil die Strelzi, die haben viel mehr Rüstung. Also die haben irgendwie zwei Werte nur, die höher sind als von den neuen Guerillatruppen. Ich glaube, die heißen irgendwie die Schützen von Ashigaru oder so. Na, ihr wisst, wie ich meine, diese neuen Armbruchschützen von Kislev. Ja, ich finde, die kann man halt nicht so vergleichen, auch wenn die beide gleich teuer sind. Weil, wie gesagt, die Strelzi, das sind Schützen, die kannst du auch notfalls im Nahkampf einsetzen, deswegen haben die auch viel mehr Rüstung als diese neuen Schützen. Und diese neuen Schützen, das sind eben halt Guerillatruppen, die sich verstecken können, die auf Entfernung sehr, sehr
die Schaden machen können. Und die Strelze, die stellst du eben halt so wie Musketenschützen auch vor die Linie oder hinter die Linie. Und zur Not können die sich halt auch mit den Gleven, ja, sie haben keine Musketen, sie haben Gleven, das sind Musketen mit Äxten hinten dran. Zur Not können die sich eben halt auch verteidigen. Also ich, also wenn ich diese neuen Schützen jetzt vergleichen müsste von Kislev, dann wären das wohl sicherlich irgendwelche Bogenschützen von anderen Fraktionen oder Armbrustschützen. Aber nicht mit den Strelze, auch wenn sie den gleichen Preis haben. Ja, die einen Strelze, die sind halt besser dann in Verteidigung und haben halt Musketen, und die anderen, die haben dann dafür eben halt Armbrüste und können sich verstecken und treffen eben halt dann vielleicht auch ein bisschen besser auf Entfernung. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, ja, doch, die sind scharfäugig, ne? Ja. Na gut. Aber trotzdem würde ich die nicht mit den Streitzi vergleichen. Dann kommen wir zum nächsten. Ich muss erst gucken, wo ich hier stehen geblieben sind. Achso, ja, die Kampagne vom Wechselbalg. Ja, genau, also da war ich wirklich hin und her gerissen. Also das fand ich sehr, sehr gut, wie die Kampagne aufgebaut ist. Die Kulti, die sind sehr gut ausgearbeitet worden. Die haben auch alle ihren Sinn und so. Man kann auch sein Einkommen steigern und man muss immer wieder aufpassen, dass man nicht entdeckt wird und so. Das hat auch alles Hand und Fuß. Was mir aber sehr positiv aufgefallen ist, sind diese Pläne, also diese Mechanik mit den Plänen, die es gibt für die verschiedenen Regionen. Ne? Und wenn du eben halt nach diesen Plänen spielst, die auf die verschiedenen Regionen ausgelegt sind, dann ist das... Und dann erlebst du diese Kampagne, als ob du verschiedene Kapitel spielen würdest, als ob du verschiedene Kapitel in einer Story durchspielen würdest. Und das gibt es so bisher noch nicht in einem Total War Spiel. Das fand ich sehr, sehr hervorragend. Ja, ich habe ja auch geschrieben, das ist der Hammer. Und also das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und gerade auch, dass man das dann auch belohnt. Ja, also quasi jedes Kapitel, jeder Plan, der wird ja belohnt. Und dann gibt es dazu auch nochmal Questschlachten. Und das fand ich einfach total super. Ja, ich freue mich schon wieder, den Wechselbalg weiterzuspielen. Absolut super, absolut top. Und gleichzeitig ist dann auch wieder dieses Sandbox-Feeling erhalten geblieben, ja. Das ist immer noch da. Ich brauche nicht unbedingt nach diesen Plänen spielen. Ich brauche nicht unbedingt nach dieser, besser gesagt, nach Story spielen. Nein, muss ich nicht machen. Sondern ich kann auch gleichzeitig weiter mein eigenes Ding machen, also. Absolut super. Und jetzt kommen wir zu Yuan-Bo. Yuan-Bo hat ja quasi zwei Starts. Er hat ja eine Siedlung in Lastion und eine Siedlung in Katai. Und das wiederum haben ja auch einige kritisiert. Ja, er ist der Jadedrache, der mittlere Verwalter des Reiches. Er ist der Architekt des Kaisers, also der das Zentrum bewacht von Katai, der gehört da eigentlich hin. Ins Zentrum von Katai. Also nach Shangwu heißt die Stadt, glaube ich, die man in Katai hat. Also das müsste Shangwu gewesen sein, oder ist es? Und ja, nun ist es allerdings so in der Lore, dass der Wasserdrache Yingying versagt, die Wasserdrachin, sorry, dass Yingying versagt hat gegen die Echsenmenschen in den Südlanden. Und warum sollte der Drachenkaiser jetzt nicht Yuan-Bo schicken, um das Ganze, also wenigstens einer, der dann irgendwie das Heft in die Hand nimmt, sozusagen. Ich denke, ihr wisst, wie ich meine. Von daher fand ich das gar nicht so falsch, den auch einen Platz an der Sonne, würde ich jetzt gerade sagen, einen Platz in Lastwehr zu geben. Und so hat man dann wenigstens zwei Startpositionen eigentlich. Ja, und das, jetzt seid ihr gefragt. Also eigentlich ist es meiner Meinung nach ein Wiederspielwert und eine zweite Startposition, aber das liegt an euch, wie ihr das jetzt macht. Ich persönlich würde jetzt nicht so spielen und beide auf beiden Kontinenten bleiben. Das würde ich nicht machen. Ich würde daraus einfach zwei Kampagnen machen. Einmal bleibe ich in Lastia und einmal bleibe ich in Katai zuerst. So würde ich das machen.
Und so hat man dann wenigstens auch einen höheren Wiederspielwert. Und das ist quasi genau das Ding wie mit Eltarion. Ja? Mit Eltarion seid ihr auch unten in den Badlands und ihr habt gleichzeitig unten, beziehungsweise oben Yveress. Und ja, finde ich jetzt eigentlich so nicht schlecht. Und eigentlich kann man Imrik da auch noch mit zuzählen. Wenn Imrik genug Provinzen zusammen hat, dann kann er ja auch mit Kalidor konföderieren. Ja. Und ob man das da macht, das bleibt einem auch überlassen. Also der hat auch so seinen Wiederspielwert. Und ich glaube, bei Marlos Darkblade ist es auch noch so der Fall. Ja, also das war gar nicht so dumm von denen, das zu machen. Und das musste ich hier übrigens auch auf YouTube verteidigen, war auch nochmal so ein komisches Ding. Ja, die Mechaniken von Ostanke, die macht ebenfalls sehr viel Spaß. Man kann da mit diesem Schmuck viel rumspielen und dann Flüche und Segen erschaffen mit dieser Seelenessenz und so weiter, mit dieser eigenen Ressource. Man kann sehr viel rumexperimentieren. Rum, was habe ich da geschrieben? Experimentiereiern. Ich glaube, das muss ich nochmal korrigieren. Und also es hat auch alles Hand und Fuß. Und zusätzlich hat man hier dann noch oben in der Leiste die großen Flüche und großen Segen. Große Flüche und große Segen, sage ich jetzt mal, weil der eine, der ist ja ein Teleport. Ich nenne das jetzt einfach mal ein Segen. Und ja, also mehr gibt es ja das zur Mechanik nicht zusammen. Ja, die ist so ähnlich wie die Mechanik von Gorm den Fettsack. Ja, wo ihr was zusammenmixen könnt und dann habt ihr euren Spaß. So wie eben bei Ostanki habt ihr dann nochmal oben zusätzlichen Spaß. Wobei bei Gorm den Fettsack kann man auch sagen, ja, aber dafür kannst du dir dann noch die Einheiten upgraden und so weiter. Ja, gut. Okay. Was mir aufgefallen ist noch bei den Questschlachten, die sind etwas besser als sonst. Also man hat sich mehr Gedanken gemacht, die sind etwas abwechslungsreicher. Ich habe jetzt hier geschrieben, so erlebt man zum Beispiel, dass die Skaven Raketen einsetzen, die euch helfen. Ja, da hatte ich ja diese eine Questschlacht in Kartei, wo sie die Raketen auf die Kommandanten abgefeuert haben. Fand ich sehr witzig. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht selber damit getroffen wird. Ja, da wird man zum Glück benachrichtigt. Und da musste man dann auch, also in der gleichen Schlacht musste man auch Punkte erobern. Und wenn man das geschafft hat, dann ist dann diese Mauer im Hintergrund zerstört worden. Das gab es auch noch nicht in einer Questschlacht. Also zumindest nicht so, dass dann etwas im Hintergrund kaputt geht. Fand ich auch sehr, sehr geil. Was mir übrigens im Kopf geblieben ist bei der einen Questschlacht, das war gegen die Zwerge, ich weiß es nicht mehr, was für eine Questschlacht das war, aber das sieht man dann so am Anfang halt, wie Kaufmänner aus Kartei oben auf so einem Balkon sind mit Zwerge, ich glaube einige aus Imperium waren da auch noch mit bei, wo die sich halt erstmal beraten, wie sie deine Armee, also deine Siege-Armee aufhalten wollen. Und dieses Bild, wo die da zusammen auf dem Balkon stehen, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, ja. Werde ich nicht wieder vergessen. Ich glaube, das ziehe ich mir irgendwann nochmal rein. So, ja, das waren jetzt so ein paar Beispiele. Ich habe natürlich noch nicht alle Questschlachten gespielt. Und mal sehen, was da noch auf mich zukommt. Ja, die Kampagnen, die gestalten sich sehr abwechslungsreich, das habe ich glaube ich schon erwähnt. Und was wichtig ist auf jeden Fall, das ist so das Hauptding, mir macht es Spaß. Ja, ich habe hier mit dem DLC sehr, sehr viel Spaß. Nichtsdestotrotz sollte der Spaß auch einen fairen Preis haben und gleichzeitig sollte der Spaß aber auch im Vordergrund immer stehen, ja, und das ist dann, nun ist es natürlich an euch, ne? Werdet ihr wirklich mit diesem DLC Spaß haben? Ja. Das liegt natürlich an euch, das herauszufinden. Und dafür sind wir Content Creator hier eigentlich da. Ne? Wir sind hier dafür da, um euch das auch gleichzeitig zu zeigen. Und ihr müsst dann eben halt entscheiden, ja okay, macht das, würde mir das Spaß machen oder nicht? Und dann müsst ihr eben halt noch dazu kommt dann auch noch, ja, wäre mir das jetzt dieser Preis wert? Ja, das liegt natürlich an euch dann.
So, dann ist mir noch einiges unter Sonstiges aufgefallen. Das wusste ich jetzt nicht, wo ich das hier sonst hinschreiben sollte. Und zwar ist die Shopseite fehlerhaft, beziehungsweise dessen Angabe. Weil Kislev bekommt ja noch diese Hexen, also diese Hexenheldinnen. Diese drei verschiedenen, die haben ja drei verschiedene Magielehren. Einmal die Lehre der Bestien, dann einmal die Lehre der Schatten und ich glaube, wenn die dritte, die hatte die Lehre der, aus der Todeslehre. Und die sind eben halt unterschiedlich. Und die sind hier in der Shopseite nicht mit aufgelistet. Ja, ich habe da nochmal nachgeguckt. Das steht da nicht drin. Da steht nur 12 Einheiten und 9 Regiments of Vaynon. So, und ja, bei Kislev sind es denn eben halt mit dieser Heldin sind es eigentlich 4 Einheiten. Nun sind es eigentlich 3 verschiedene Heldinnen wegen 3 verschiedenen Magielehren, also sind es eigentlich noch mehr Einheiten. Steht hier aber nicht drin auf der Shopseite, ja. Weiß ich nicht, warum man das nicht hinzugetragen hat. Keine Ahnung. Einige Einheiten sind übrigens auch für die Chaoskrieger und für die Tiermenschen verfügbar, steht auch nicht auf der Shopseite. Und dieser neue Kommandant, ich weiß jetzt gerade nicht mehr die genaue Bezeichnung vom Kommandanten, war es ein General? Nee, ne? Ich glaube, der hatte eine andere Bezeichnung. Auf jeden Fall, der steht auch nicht mit drin, hier auf der Shopseite, steht einfach nicht drin. Und somit bleibt es eben bei 3 Fraktionen mit 12 verschiedenen Einheiten, mit 9 Regiments of Vaynor, mit ihren eigenen und die legendären Lords haben ihre eigenen Mechaniken und den blauen Gelehrten. Ja, dabei bleibt es. Warum man das jetzt hier nicht hinzugetragen hat zur Shopseite, verstehe ich nicht. Ja. Meiner Meinung nach ist das auch noch mal wenige Euros wert, dass sie nämlich auch für andere Fraktionen gelten. Aber jetzt nicht zu viel. Also ich will das jetzt nicht zu viel irgendwie honorieren oder hinzufügen. Ja, und dann gab es hier eben halt noch das mit Ostankia, das Thema. Das habe ich ja auch noch mal ganz kurz jetzt angelehnt. Ja, da haben ja einige gesagt, ja, Ostankia hat ja gar nicht ihre eigene Magielehre. Bla bla, ja. Das habe ich jetzt auch noch mal richtig gestellt, weil es gibt ja nur ein halbes Kislev-Armee-Buch offiziell von Games Workshop. Und es gibt keine Quelle, wo Ostankia irgendwie eine eigene Magielehre hat. Ostankia gibt es eigentlich so gut wie nirgendwo. Ja. Die gibt es nur hier jetzt erstmal in Total War Warhammer 3. Das wird alles noch kommen mit The Old World. Gut, damit wären wir am Ende. Wie gesagt, ich habe meinen Spaß mit diesem DLC. Ich werde das hier auch noch weiterspielen. Und ist mir sehr schwer gefallen. Gerade hier auch mit diesen 25 Euro. Wie viel der DLC euch wert sein wird, das müsst ihr selber entscheiden. Und damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne ein Abo oder ein Like und besucht mich auch gerne mal auf Twitch, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.